Moin Moin und hallo, herzlich willkommen für alle YouTube-Anhänger, die jetzt immer noch darauf warten, dass ich 1642 Dollar zusammenspare. Es fehlen noch 32 Dollar, gerundet, also abgerundet. Und wir sind immer noch beim Gas Station Simulator und ich höre auch immer noch dieses Badezimmer-Wasserlauf-Pinkelgeräusch da im Hintergrund. Ah, komm. Irgendjemand wird doch noch Geld ausgeben. Bestimmt steht an der Kasse schon wieder keiner mehr. Und dann wird Geld nur noch verdient über irgendwas anderes. Ja, speichern. Ich hoffe natürlich, dass das Spiel nicht wieder abstürzt, so wie vorher. Wo das Spiel auch ständig abgestürzt ist. Das war auch ätzend. Und dann schreiben die im Forum wieder, ja, Spielabsturz darf jetzt nicht mehr vorkommen. Schick uns mal ein Safe Game. Du denkst so, hä? Wie darf jetzt nicht mehr vorkommen? Seit welchem Update? Und welchem Update habt ihr denn die Abstürze gefixt? Ich glaube, wir müssen wirklich Pistazien nochmal rausnehmen. Ja, 614. Hä? Wie jetzt? Moment. Hä? Hä? 1579? Was? Wie jetzt? Hä? Moment. Eine Apfel? Schokolade? Günstig. Vanille? Günstig. Blaubeere? Günstig. Cotton Candy? Günstig. Rocky Road? Günstig. Neapolitaner haben wir nicht. Raspberry, günstig. Pistazien, günstig. Warum ist denn das plötzlich 1590? Hä? Moment, Pistazie 6 Stück. Ja, jetzt stimmt's wieder. Ich dachte gerade schon, warum? Hä? Ich habe da nur einen rausgenommen. Warum ist denn plötzlich so viel günstiger geworden? Gut, okay, wir müssen einen Pistazie rausnehmen. Oh, oder doch nicht? Nein! Hallo? Klingt immer zweimal. Und wir sind pleite. 1,50 Dollar. Hat das gerade gewittert hier unten? Drück lieber nochmal. Hunde an Waschanlage. Oh, sorry, jetzt habe ich das stinkende Loch die ganze Zeit offen gelassen. Tut mir leid. Ja, war mir irgendwie klar, dass... Die hat sich schon wieder fertig ausgeruht? Eher nicht. Zahlung. Alles bezahlen. Zurück. Aufgabenliste. Kasse. George, du bist bezahlt. Das heißt, du kannst mal Eiscreme machen. Und Jan! Du gehst mal bitte tanken, okay? Vielen Dank. Ich weiß auch nicht, wer den Namen groß geschrieben hat. Das ist der einzige Name, der groß geschrieben ist. I don't know. Don't ask me, because I don't know. 2 an Kraftstoff, 8 an Kasse. So, warten wir mal auf den Eislieferanten. Weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie zeigt einem das Spiel nicht an, dass man kein Eis mehr hat. Und wir haben auch schon 183 wieder. Das heißt, im Endeffekt hätte ich eigentlich nur warten müssen, bis der Waschanlagentyp da fertig ist. Und dann hätten wir direkt schon wieder... Hallo? Sag mal, ist er mir mitten ins Gesicht gefahren? Was stimmt mit dir nicht, Junge? Kann doch wohl nicht angehen. Und rein damit. Ja, hau ab! Türen mach ich auch nicht zu. Kannst du mich mal? Hallo? Hat der einfach so bei mir die Gesichtsgrätsche gemacht? Einfach so. Voll an... Ja, genau. Plopp. Voll in die Fresse reingefahren, der Typ. Warum leuchten da hinten so lustige Dinger? Ah, das sind die Tankdeckel. Die immer noch nicht gefixt sind. Die leuchtenden Tankdeckel. Von euch auch. Oh, war hier schon mal wieder ein Sandsturm unterwegs. Moment. Hopp. Ja, fahr. Fahr. Noch einer. So, Kanister. Voll. Okay, gut. Dann können wir uns direkt Rudi schnappen und einmal, und einmal wieder... Und einmal wieder die Sandhügel beseitigen. Wupp. Schade, dass Rudi nicht hupen kann. Und jetzt ist wieder keiner beim Eis. Jetzt, wo ich frisches Eis geholt habe. Eben, wo ich quasi so das gammlige Eis von letzter Woche verkauft habe. Da wollten alle Eis haben. Aber sobald ich hier frisches Eis angekarrt habe... Nö. Man denkt, zwei Sandhügel in einer Fahrrinne... Kann doch wohl nicht angehen.
Ja, da stimmt mir auch der Ruckelmond zu. Das ist komisch. Passe ich hier eigentlich mittlerweile drunter durch? Nein, irgendwie nicht. Au. Hä? Ich dachte, ich bleibe mit viel Schmackes. Ah! Nö. Passe ich nicht. Okay. Oh, wir können uns drunter durchquetschen. Nein, irgendwie nicht. Hä? Kein Kraftstoff mehr? Das gibt's doch wohl nicht. Also, wir haben ihn drunter gequetscht, würde ich sagen. Komm hier, gluck, 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 gluck. Was? Achso. Einmal voll machen. Ah, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Jetzt bin ich eingefroren. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ah, du Schwachmat. Was machst du denn da? Hopp. Nein, in die Richtung. Nein, da längs. Hopp. Hallo? Wo will der denn längs fahren? Ja, so ist gut. Wer hat ihm denn gesagt, dass er nach... Ich glaube, die Schornsteine passen nicht drunter. Jetzt komme ich da auch nicht mehr raus. Das gibt's doch wohl nicht. Hä? Also wenn ich nach links lenke, lenkt er plötzlich nach rechts? Moment, kann ich rückwärts? Scheiße. Jetzt habe ich Rudi da komplett eingeklemmt. Jetzt kommt der gar nicht mehr raus. Okay, wo ist der Button? Wo ist der Button, um Rudi zu resetten? Ich hoffe mal, wehe, die Sandschaufel ist voll. Dann muss ich von da hinten bis da vorne fahren. Yes! It's a kind of magic. It's a kind of magic. Juhu, die Schaufel ist leer. Also einfach nur Reset drücken. Da muss man halt nur den ganzen Weg wieder fahren und Rudis Schaufel ist leer. Yay! Geil! It's a kind of magic. Ja, aber ich hab den da sowas von eingeklemmt. So. Leer. Yes. Man hört auch noch das Abladegeräusch. Passt eigentlich dadurch? Dann kann ich Weg sparen. Da, ne? Passt, passt? Ja, er passt. Er passt. Wuhu. Hier irgendwo... Hä? War hier nicht irgendwo noch ein Hügel? Da, oder? Nö, der zählt nicht. Der da. Der da. So. Cheat the system. So, warum Sand abladen, wenn man auch den Knopf drücken kann? das klingt gut in meinen Ohren. Dieses Abladegeräusch. Ja, Rudi kann mich mal. Möp. Möp dich selber. Sag mal, was? Was ist denn hier los? Putzt hier wieder keine Sau? Hä? Das ist verwirrend. Ich dachte, da liegt Müll. Pff. Das bringt auch keiner weg. Das habe ich irgendwann mal vorletzte Folge darauf gelegt. Anstatt dass das... Nein, jetzt ist im Regal. Oh, komm her. So. Buding. Längste Entfernung ist 24 Meter. Gut, wir könnten auch mal wieder bestellen demnächst. Was eigentlich mit der Party? Sollte die nicht stattfinden? Da! Die Party! Die Party! Die Party!
Die Party! Ich bin zu spät zur Party! Yes! Ja! Lauter! Oh, man. Ah, ja, Party verpasst. Dabei ist dieses Palettensofa doch so gemütlich. Aber ich gucke mal wieder gerne, wie der da einmal gegen bounced. Party ist vorbei. Bounce, bounce. Okay, nach der Party ist... Ja, es ist alles immer grün. Wie soll ich denn da wissen, was ich schon gefüllt habe? So, Moment. Einmal Foto. Mach ich Foto durch Facebook. So, Foto. Foto betrachten. Sieht doch gut aus, oder? Ja, hier auf dem Foto ist alles zu erkennen. Wollen wir mal ranzoomen. So. Superblend brauchen wir. Superblend. Nein, falsche Taste. Superblend. Lieferung. Produkte. Kippen. Superblend. Eine Stange. Oh, davon konnten wir auch nochmal zwei Stangen bestellen. Davon auch nochmal eine Stange. Davon auch nochmal ein bisschen was. Was brauchen wir noch? Cerveza. Eine. Fuchern können wir auch einnehmen. Und brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Was als nächstes? Popcorn. Einmal. Bollies haben wir noch. Alles andere ist zu teuer. Mal sehen. Erfrischungsgetränke. Und Bettys Tonic. Einmal. Tropicolo können wir noch bestellen. Ansonsten. Toppi. 1, 2, 3, 4. Ja. Was haben wir auf der Liste? 700 erst. Was sollen wir noch? Viking Hornless Helm mal 7. Wikinger Hornless Helm. Acht? Nein, sieben. So. Können wir noch zwei Fake Police Heads. Tinfoil, zwei davon. Ja, Erfrischungsgetränke hatten wir. Snacks hatten wir. Alkohol hatten wir. Kippen hatten wir. Eiscreme haben wir eh noch genug. Obwohl davon von Freschetta können wir nochmal zwei Packungen nehmen. Autopflege. Zu teuer, obwohl, na, nicht zu teuer, aber zu... Cleaning Sponge brauchen wir noch. Zeitung. Nein, wir haben keine Newstime mehr. Das gibt's nicht. Hüte hatten wir gerade. Brillen. Aviator, Vintage. Ja, die einmal. Teddybären haben wir noch. Ah, zu teuer. Wampig ist teuer. Oh, nein! Zu teuer. Nehmen wir nur eine Packung Vampix. So, das reicht jetzt erstmal. Kann ich auch mal das aus. Böse. So. Handy aus, Handy auf die Seite packen. So, dann ausruhen, Eisstand tanken. Gucken wir mal. Angestellte. Charlotte. Moment. Ah nee, der da tankt schon. Halt, zurück. Schließen. Ricardo, du machst mal bitte putzen. Was? Zahlen? So. Reinigen. Oh, da kommt schon die Lieferung. Da müssen wir aber schnell mal die Tür aufmachen. Damit Manni hier auch reinkommt. Apropos reinkommen. Ich komme gerade so richtig ins Spiel rein. Da fällt mir auf, dass diese Folge hier gleich schon wieder zu Ende ist. Das heißt, für die Leute, die das Ganze auf YouTube sehen, denkt dran. Favorisieren, abonnieren, liken und so weiter und so fort. Kommentieren dürft ihr auch. Das ist jetzt nicht verboten zu kommentieren. Und da ist unser guter Manni. So. Ich bin ja immer so ein Perfektionist. Und das Problem ist, Perfektionismus ist nicht gut. Weil das bringt einen nicht dazu, wenn man sich ein Video anguckt und man denkt so, ja, das stimmt ja alles. Dann hat man irgendwie keinen Grund zu kommentieren.
Dementsprechend, kommentiert mal bitte, wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. So, einmal die Türen zu. Daddledoo Money. 1000. Und, apropos. Da war auch gerade so eine Einblendung. Ich muss die Einblendung auch mal wieder ändern. Die sind jetzt schon längere Zeit so. Halt. Party befüllen. Aber die Partykörbe werden wir erst in der nächsten Folge befüllen. Das heißt, wir sehen uns auf YouTube morgen. Ich sag tschüss.